is more coherent protection of human rights throughout Europe. All member states have the duty to abide by the final judgment of the European Court of Human Rights. Wir treten für Menschen ein, deren Rechte in der Pandemie besonders bedroht sind. Gerade Frauen und Kinder leiden zum Beispiel unter steigender häuslicher Gewalt. Wir rufen daher alle Mitgliedstaaten auf, der Istanbul-Konvention beizutreten. Vor 70 Jahren wurde die Bundesrepublik Vollmitglied im Europarat. Und diese Mitgliedschaft war ein wichtiger Schritt, um international wieder Verantwortung übernehmen zu können. Und das war wahrlich ein großer Vertrauensvorschuss. Das Bedürfnis der Menschen nach Rechtsstaatlichkeit, nach Frieden und Demokratie ist doch ungestellt, weltweit. Wir haben mit dem Europarat ein geeignetes Instrument, um weiter daran zu arbeiten, sie zu verwirklichen und sie zu sichern. Als realistische Träumer. The Internet is global, and so are the crimes and offenses committed on it. We need multilateral cooperation to set international standards. As Europeans, we have no interest in digital bipolarity. We are open to working with partners around the world to ensure that technology does not erode, but reinforces democracy. Wir müssen uns in einer digitalisierten Welt auch viel stärker mit der Frage auseinandersetzen, was heißt denn, dass Menschenrechte auch online eingehalten werden. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir im Europarat jetzt eine Expertenkommission haben, die Vorschläge erarbeitet. Wir wollen junge Menschen stärker in unsere Arbeit mit einbeziehen, weil wir die jungen Menschen für Engagement und für einen Kampf für Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gewinnen möchten. Und auch Minderheiten müssen wir noch stärker an unseren Diskussionen beteiligen. Wir konzentrieren uns dabei auf Europas größte Minderheit, Roma und Revelers. Und dabei arbeiten wir eng mit dem European Roma Institute for Arts and Culture zusammen. Der Europarat steht seit jeher für den Austausch auch über ideologische Grenzen hinweg. Das heißt auch, Kritik offen zu äußern und auszuhalten. Aber ein Abbruch von Brücken ist aus meiner Sicht immer die schlechteste Option. Nur wenn wir miteinander offen im Gespräch bleiben, dann werden wir auch das bewahren, was 1949 allenfalls ein fernes Ziel gewesen ist. Ein Europa des Friedens, der Zusammenarbeit und der Menschenrechte.